Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Beim letzten Mal haben wir Rampo erledigt. Den komischen Vogel da. Unseren letzten Geist gekriegt. Von der Welt. Keine Ahnung, warum wir das mit dem Regen machen können. Mit Eis und so. Ah, nicht doch. Mein Auge mit der aggressiven Verkaufsmethoden hat der große Rampo nicht gerechnet. Okay. Auch gut. Weil einfach mal machen, ne? Man konnte wahrscheinlich in die Dinger rein da. So. Aber das Wasser, wofür ist das? Hallo. Doch noch getroffen. Wie kommt man da eigentlich rauf? Von da aus darüber fliegen? Versuchen wir mal, oder? Würde ich mal so sagen. Sollte eigentlich funktionieren. Eigentlich. Wenn das Wettchen wäre nicht wäre, wäre ich schon Millionär. Na? Aber was? Warum das Wasser hier? Ich verstehe das halt immer noch nicht. Ab nach oben. Wir können es halt wieder trocken machen. Das kommt ja auch noch dazu. Man kann halt nicht richtig runter gucken. Ne? Autsch. Shit. Nee, funktioniert jetzt doch nicht. Meins. Da war keine Feder mehr. Und wie kommt man da hoch? So, soweit haben wir eigentlich alles. Wie gesagt, soweit. Wir waren nur noch nicht da hinten. Wo das jetzt noch weitergeht. Hey, wozu kann man das Wasser anmachen? Wozu kann man es vereisen? Das frage ich mich echt. So. Und da ist Shuffle-Knight. Hallo. Du meine Güte. Schau dir diesen Typen an, Yooka. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich bin der... den sie Shuffle-Knight nennen. Und ich habe einen ereignissen Tag hinter mir. Ich scheine mich auf einen derart großen Abenteuer gewagt zu haben, dass ich im falschen Spiegel gelandet bin. Ich hasse es, wenn das passiert. Oben in diesem Tempel scheint irgendein verlockender Schatz verborgen zu sein. Ich habe leider Schwierigkeiten, ihn zu erreichen, denn ich habe mich noch nicht an diese bizarre dritte Dimension gewöhnt. Wenn ihr mir das Riesenjuwel beschafft, werde ich euch das Geheimnis verraten, wie man jedes Abenteuer bestehen kann. Gut, eure Ritterlichkeit. Wir werden deine Juwelen finden, aber vergiss nicht, dass wir patchyweise bezahlt werden. Exzellent. Ich werde hier auf eure sichere Rückkehr warten. Warum kann ich nicht lesen? Ich bin echt zu doof dazu. Zu doof. Hier irgendwas? Umsonst kann man hier doch nicht lang. Nee. Ach, guck mal einer an. Also doch recht gehabt. Ja, damit. Für eine Feder da lang. Genau. Das sind halt fliegende Inseln, die gemacht wurden. Sieht auch geil aus.
und normale Welt. Oder da so riesig gemacht, die Welt. Der Berg. Okay. Wow. Wow. Ist das gemein. Ach, guck mal einer. Ah, haben wir. Okay. Da haben wir noch eine. Gottchen, das ist mies. Haben wir hier noch was? Nee. Ja. Guck mal. Ich verstehe. Scheiße. Soll das denn funktionieren? Hä? So? Ja. So soll das klappen. Ach Gott, ist das blöd. Ehrlich. Das war wieder einfach. Ey, Frage ist halt, ob das wieder aufhört. Boah. Ah, okay. Nein. Hä? Wozu kann man da runter? Achso. Okay. Cool, den hab ich gut getroffen eben. Ey, das ist doof. Hallo? Toll. Nein. Hey. Hey. Mann. Ah, geht doch. Mann, das ist gemein. Aber ich find's lustig. Hallo. Autsch. Ey. Ach toll. Noch mehr schießen. Warte mal. Nee. Achso. Nee. Achso. Den müssen wir mitnehmen. Das war der. Großartige Arbeit. Großartige Arbeit, Freunde. Ihr habt mein Juwel großen Blablabla gefunden. Hui! Hui! Hi! Wir haben das Juwel.
Das Juwel geborgen, schaffe Neid. Ich bin beeindruckt und ich kann kaum erwarten, es gegen haufenweise Gold einzutauschen. Und nun, wie versprochen, folgt das Geheimnis für erfolgreiche Abenteurer. Ein Bälchen ausgegraben. Alles, was ihr braucht, ist eine Karte und eine gehörige Portion Abenteuerlust. Der Humor dieses Typen ist so flach wie sein pixeliger Schatz. Nummer 16. Ja. Okay. Es fehlen ihm dem Level noch. Acht. Und 27 Federn. Ach du Scheiße. Das ist halt jetzt so die Frage. Skip. Hallo. Noch was zu sagen? Diese Truppen wurden erweitert. Das bedeutet, dass wir auch neue Schätze zu holen sind. Okay. Mehr nicht. Yay! Yay! Vieles habe ich halt. Wow. Wollte ich gar nicht anlabern. Das Ding wollte ich nicht anlabern. Komm, ich schwimme eine Runde. Sind ja relativ schnell. Nö. Hi, Rexto. Hast du noch was für uns? Glaub ja. Hallo Freunde, Spielautomat, spiel nochmal und schlag Talzko. Rexto hat noch einen Preis. Okay. Gott, ich hasse das Spiel. So ein Pech, Freunde. Rexto Talzko nicht geschlagen, also keine Belohnung. Möchte Freunde wieder spielen? Ja. Diese Steuerung. Zwei 30. Das müssen wir schlagen. Mal gucken. Eigentlich sollten wir es doch schaffen. Wow. Ich mag diese Steuerung nicht. Ew. Autsch. Erste Hindernis. Lass mich vorbei. Toll. Oh cool. Danke. Abkürzung geschafft. Naja. Mit Hilfe, ne? Nein. Keine umgekehrte. Lass mich durch. Achso, ich kann dir abschießen. Stimmt ja. Nee. 2,30 müssen wir schlagen. Fuck. Ja, jetzt lande ich hier wieder hinten. Ah, geschafft. Zeitlupe. Sprung. Oh, gerade so. Hey, lass mich. Naja. Turbo. Doch nicht. Na fuck. Nein. Oh. Ich hab's geschafft. Auch wenn ich überall gegenfahre. So. Diese scheiß umgekehrte Steuerung, ne? Die ist so zum Kotzen. Lass mich vorbei. Turbo. Warum krieg ich diesen Turbo nicht? Nochmal Abkürzung nehmen. Ey, jetzt schaffe ich die Abkürzung und stürze trotzdem ab. Hopp. Ach,
Schon scheiße. Das wird knapp. Aber Boost. Komm, komm, komm. Nein, wir schaffen es nicht. Fuck. Wow. Nein, schaffen wir nicht. Ey. 2,25. Toll. 2,34 hatten wir. Da war noch eine Feder oben drauf. Warum? Hatte ich doch beim letzten Mal geholt. Nochmal. Das ist so blöd. 2,34. 5 Sekunden langsamer. Nur weil ich zum Schluss noch über gegen gefahren bin. Aber Abkürzung habe ich halt gekriegt. Okay. Wir schaffen das. Naja. Du musst halt rechtzeitig drehen. Dann schaffst du das auch um die Kurven, habe ich gerade gemerkt. Nein. Nicht umgekehrte Steuerung. Ah. Das hat mir auch schon wieder Zeit gekostet. Ah, fuck. Sowas kostet einen halt auch Zeit. Fuck. Scheiße, zu weit geflogen. Nein. Schon wieder. Okay. Nein, warum Zeitlupe? Hopp. So, ganz ruhig jetzt. Ich schaff das. Autsch. Nein, warum krieg ich den Turbo-Boost eben nicht? Erstmal dran vorbeischleichen. Nein, scheiß Drecksding. Hopp. Shit. Wir müssen es schaffen. Der Turbo! Ah, fuck. Hat ja auch viel gebracht. Nein. Ich vergesse auch immer, dass man schießen kann. Mache ich halt auch nie. So. Das müssen wir jetzt schaffen. Schaffen. Nein. Nein. Warum fahre ich da wieder über gegen? Nein, fahr. Wir schaffen's, wir schaffen's. Komm, komm, komm. Komm. Geschafft. Ja. Ja. 2,27. Meine Fresse, war das knapp. Aber wir haben es geschafft. Am zweiten Anlauf. Wow, Rexo kann nicht glauben, dass sie Highscore geknackt. Jetzt, Freunde, kriegen ultimative Preis. 3 Buchstaben in Eintrag in Automaten-Bestenliste. Bitte, Freunde, schreibt humorvollen Namen für Bestenliste auf goldenes Stück Papier. Geht klar, Rexo. Wir bringen das gleich wieder. Im Ernst, wie hat er das HD-Zeitalter überlebt? 17 Stück. Möchtest du, Freunde? Nein. Irgendwas stand da. Wow, Freunde. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Nein. Ja, ja, kennen wir schon. ja. Warum ist denn eigentlich noch eine Feder drauf? 94. Gott.
Frage ist halt, wie kommen wir jetzt da weiter? Und warum kann man das hier mit Wasser füllen? Warum? Ja. Warum kommen wir auch nicht rauf? Keine Ahnung. Na gut, Leute, aber ich würde trotzdem jetzt erstmal sagen, beende ich die Aufnahme, bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal bei Yooka-Laylee. Ciao, ciao.